Danke, dass ihr mein Video anschaut. Ich bin Küchenchef David Janke und heute möchte ich gerne mal ein paar Tipps und Tricks zeigen, was man mit Jackfrüchten machen kann. Jackfrüchte sind sehr, sehr lecker, kommen ja von Natur aus von Süden, Südindien oder Malaysia, der in diesen Umgebungen. Hier aber mittlerweile, wo ich gerade bin, in Mexiko zum Beispiel, haben wir einen Staat an der Pazifikküste, der heißt Nayarit, ist mittlerweile ein von den Städten, wo am meisten Jackfrüchte produziert werden. Wenn man da durchfährt, dann riecht das sehr, sehr stark, in welchen Dörfern, wo die halt dort gepflanzt werden. Und sie werden natürlich sehr viel exportiert, gerade auch nach Japan und anderen Ländern. Das ist eine ganz kleine Jackfrucht hier. Die werden richtig, richtig groß, 20, 25 Kilo können die sogar werden. Und wie gesagt, die riechen sehr stark. Wir sagen, das ist die Frucht mit den, die 13 Früchtegeschmäcker oder 10 Früchtegeschmäcker, weil die kann nach Banane schmecken, nach Ananas, nach Melone. Man weiß nie, wie sie halt schmeckt. Kann auch eine Mischung zwischen allen sein, dass man dann diese ganzen Geschmäcker alle hat. Ist sehr, sehr lecker, wie ich schon gesagt habe. Die soll sehr stark riechen. Wenn eine Jackfrucht nicht riecht, dann ist sie noch nicht reif oder auch nicht gut. Man sollte sie noch nicht abschneiden. Wenn sie dann sehr stark riecht, nach sehr diesen Früchten, die ich gerade erwähnt habe, dann wissen sie, dass man die dann auch schneiden und dass es halt reif ist. Hier kann man alles feinlich benutzen. Die Schale nicht, die nehmen wir ab und innen drin haben wir auch den Stamm, der geht durch die Mitte durch. Aber drumherum haben wir eine Textur, die die Samen mit das Fruchtfleisch hält. Die kann man benutzen für vegetarische oder veganische Gerichte. Hat eine sehr fierige Textur, so, das ist halt also fast wie Fleisch so ein bisschen. Deswegen ist es halt auch sehr modern, das dafür halt zu benutzen. Und dann haben wir halt diese Samen, die dann das Fruchtfleisch da drum haben. Das Fruchtfleisch ist natürlich sehr lecker. Damit können Sie alles, wo Sie normalerweise Früchte benutzen, können Sie das mit Jackfrucht dann ersetzen. Egal, ob es ein Kuchen oder ein Mousse ist oder ein Eis oder ein Sorbet oder ein Milchshake oder allgemein ist halt eine sehr schöne Textur, kann man sehr gut mitarbeiten, kann man schneiden oder kochen, pürieren, backen mit. Also es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert zu benutzen. Und dann haben wir den Samen drin, der dann in der durchs Fruchtfleisch umgeben ist. Und den Samen, die trockne ich zum Beispiel. Und dann kann man die leicht chillen, diese weiße Haut hier abnehmen. Und damit kann man zum Beispiel einen Hummus machen, wie einfach nur zum Kochen bringen und dann mit den anderen Zutaten dazugeben und in den Mixer dann. Sehr, sehr lecker. Oder man kann das auch zum Mehl zubereiten. Ne? Einfach mahlen und dann hat man hier auch ein glutenfreies Mehl, was man dann zum Backen benutzen kann. Deswegen sagt man ja auch eigentlich zu diesem Jackfruchtbaum, kann man ja auch sagen, der Baum vom Brot, weil damals in Indien, in ganz alten Zeiten, wurde halt das auch benutzt, um da halt Mehl draus zu machen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, diese Frucht ist sehr, sehr empfehlenswert, damit zu arbeiten, weil es halt sehr, sehr interessant ist. Nicht jeder mag diese ganzen Geschmäcke auf einmal, aber Stück für Stück, sagen wir, sollte man es mal probieren. Ist es echt wert. Und ja, lass mich nur mal ganz schnell mal zeigen hier, wie wir die sauber machen können und schneiden können. Ich würde dann empfehlen, ein paar Handschuhe benutzen und auch kein Brett oder so. Am besten auch den Tisch, kann man auch ein bisschen einölen, auch die Hände, damit das dann nicht so kleben bleibt, weil hier kommt so ein weißer Saft raus, der sehr klebrig, so wie Gummi, an den Händen stecken bleibt. Und deswegen am besten dann hier mit Handschuhen machen, ne? Und einfach nur die Enden abschneiden. Man kann die dann aufschneiden, aufbrechen, damit man halt diese ganzen verschiedenen Sektionen, die man dann benutzen kann für verschiedene Tische, wie die Samen, wie das Fruchtfleisch darum oder auch was das alles zusammenhält. Unter der Schale kann man auch benutzen, die dann rauszunehmen. Und ja, lass ich mal zeigen, wie man das machen kann.
So, das ist nur eine kleine Möglichkeit, wie wir halt die Jackfruit, die Jackfrüchte hier aufschneiden können und sauber machen können, um die ganzen Texturen rauszubekommen. Hier, wie gesagt, sehr gut für vegetarische, veganische Gerichte, das hat so eine richtige, sehr harte, fiebrige Textur hat. Das ist halt dann genau hier unter der Schale, was dann die Samen hält mit den Frucht, mit der Frucht drumherum, was natürlich sehr lecker ist. Und hier gibt es natürlich kein Limit, wofür Sie diese benutzen können. Und die Samen natürlich auch, die man dann schön trocknen kann, wie ich schon gemeint. Ne? Und ja, das war nur ein kleines Video, wie man mit Jackfrüchten arbeiten kann und was man damit machen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Küchenchef David Janke. Bis zum nächsten Mal.